Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zell und ich befinde mich heute hier in Villigen im Kanton Aargau. Hinter mir sehen Sie die Tore, den Eingang des Paul-Scherrer-Instituts. Wir sind hier unweit eines Flusses entfernt. Hier sehen Sie noch den Schriftzug etwas besser und neben mir sehen Sie nun die Konstante dieses Formats, Professor Christoph Mörgeli. Lieber Christoph, warum sind wir hier? Warum sind wir hier beim Paul-Scherrer-Institut? Grüezi miteinander. Hier beim Paul-Scherrer-Institut, der eine Teil ist, wie du gesagt hast, in Villigen, der andere Teil ist auf der anderen Seite der Aare, nämlich in Würenlingen. Und hier wollen wir uns unterhalten über die Persönlichkeit von Paul Scherrer, einem der führenden Kernphysiker der Schweiz, einem auch der Pioniere in diesem Gebiet. Dann auch über das Atom und die Schweiz, die Atomkraft, die Atomenergie, sogar die Atombewaffnung. Und schließlich über dieses Paul-Scherrer-Institut als Forschungseinrichtung der ETH. Sprechen wir vielleicht zuerst über Paul Scherrer. Wer war dieser Mann? Was ist seine Leistung für die Schweiz? Paul Scherrer war ein ungemein begabter Physiker. Er ist im Kanton St. Gallen geboren, hat dann Physik studiert, nicht nur an der ETH, sondern auch in Göttingen. Das war damals das Zentrum der Physiker. Er hat bei Peter Debye gearbeitet, er hat dann auch für gemeinsame Arbeiten einen Nobelpreis bekommen. Scherrer war vielleicht nicht der ganz geniale Physiker, er hat auch nie einen Nobelpreis bekommen, aber er war ein außerordentlich begabter Lehrer, Vermittler seines Faches und auch Popularisator. Also er hat es verstanden, die breite Bevölkerung für die Physik, für die Forschung, für die Spitzenforschung einzunehmen. Und er war dann viele Jahre lang am Physikalischen Institut der ETH tätig, war Direktor des Instituts für experimentelle Physik, hat sehr gut zusammengearbeitet mit dem theoretischen Physiker, das war Wolfgang Pauli, vielleicht forschungsmäßig noch etwas überlegen und er hat dann auch einen Nobelpreis gekriegt. Was weißt du über die Hintergründe von Paul Scherrer? Wie, in was für Verhältnissen ist er aufgewachsen? Was waren seine Eltern von Beruf? Warum wurde er überhaupt Physiker? Paul Scherrer ist relativ einfach aufgewachsen. Er hatte kein großbürgerliches Elternhaus. Er hat dann aber gut geheiratet. Er hat eine recht vermögende Frau geheiratet und konnte dann auch entsprechend studieren und sich ausbilden lassen. Vorher hat er zum Teil als Lehrer, als Aushilfelehrer oder Nachhilfelehrer gearbeitet. So hat er übrigens dann auch seine Frau, eine geborene Zellweger aus dem Appenzellischen, kennengelernt. Aber er hat sich weitergebildet, er war ungemein neugierig, war begabt in seinem Fach der Physik und ist als 30-Jähriger dann bereits an die ETH berufen worden. Das war auch für die damaligen Zeiten doch eine rasante Karriere, ein guter Start dieser Karriere und er hat sich dem zukunftsoffenen und zukunftsträchtigen Gebiet der Kernphysik verschrieben. Als 30-Jähriger sagst du, wie ging das weiter, als ihn die ETH berief? Wann wurde dieses Paul-Scherrer-Institut gegründet von ihm? Was war dazwischen? Wie ging es sozusagen weiter mit Paul Scherrer? Er hat dann natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt im Zweiten Weltkrieg, im Vorfeld auch der Atombombe der Amerikaner. Denn er hatte immer gute Kontakte weiterhin gepflegt zu deutschen Physikern, beispielsweise zu Werner Heisenberg, dem führenden Forscher. Und die Alliierten, die Amerikaner, haben natürlich gefürchtet, dass im Wettstreit um die Atombombe Nazi-Deutschland zuerst sein könnte. Nun war Paul Scherrer alles andere als ein Nationalsozialist. Er war ein erbitterter Gegner dieses Regimes, dieser Diktatur, trotz seiner
seiner deutschen Ausbildung und seinen vielen deutschen Kollegen. Er war ein Transatlantiker, er war eigentlich ein Amerika-Freund, er war sicher westlich ausgerichtet. Und er hat dann, das wissen wir heute, auch für den amerikanischen Geheimdienst ein bisschen ausspioniert, was dieser Heisenberg ihm sagte. Er hat ihn zweimal an die ETA eingeladen, 1942 und 1944. Und wir wissen noch mehr. Wir wissen sogar, dass bei der zweiten Vorlesung 1944 amerikanische Geheimdienstleute im Hörsaal saßen und sogar den Auftrag hatten, diesen Heisenberg umzubringen, wenn er bereits zu viel weiß über die Atombewaffnung. Das hat natürlich Paul Scherer damals nicht gewusst, der der Gastgeber war. Wie kam das bei den Deutschen an? Die Deutschen haben das auch nie erfahren. Das ist erst vor einiger Zeit dann rausgekommen, wie gefährlich da die Situation für diesen Heisenberg war. Aber er konnte offenbar Paul Scherer insofern beruhigen und damit natürlich auch die Amerikaner, dass die Deutschen keineswegs so weit waren, wie man das eigentlich erwartet hätte. Gut möglich auch, dass Heisenberg das Programm sogar etwas verzögert hat. Auch er hat dann den Krieg überlebt, hatte immer gute Beziehungen zu Paul Scherer später und auch er hatte wohl kein Interesse, dass die Nazis diesen Krieg gewinnen. Es hat eben der Film Oppenheimer hat selbstverständlich für großes Aufsehen gesorgt. Der Mann, der die amerikanische Atombombe erfand. Wie wichtig war Paul Scherer in dieser Entwicklung, in dieser Forschung hinsichtlich der Atombombe weltweit gesehen? Er war sicher da nicht in einem Spitzenteam dabei. Er hat das aber natürlich sehr intensiv durch seine Kollegen verfolgt, hat auch viel mehr gewusst als der Durchschnitt natürlich in der Schweiz damals und hat gewusst, diese Energieart hat Zukunft. Man muss aber auch sagen, dass er zu den Ersten gehörte, welche eine friedliche Nutzung dieser Energieform propagierten. Er wollte keineswegs die destruktive Atombombe letztlich in seinem Gebiet sehen, sondern er wollte friedlich diese enorme Energiemöglichkeit der Menschheit zugänglich machen. Wie kam die Schweiz zu dieser Energiequelle? Wie ging das dann weiter? Ja, die Schweiz hat dann Ende des Krieges Paul Scherer damit beauftragt, die Kernforschung in der Schweiz aufzubauen. Das war ein Auftrag des Bundesrates und für Paul Scherer war das insofern interessant, als viele Geldquellen damit verbunden waren. Ich glaube, es waren 18 Millionen bei einem damaligen ETA, Gesamtetat von 4 Millionen für die gesamte ETH. Und das waren natürlich paradiesische Gelder. Was man aber auch weiß, Paul Scherer hatte gleichzeitig vom entsprechenden Bundesrat Karl Kobold, dem Verteidigungsminister, den Auftrag, sich den Einsatz und den Aufbau einer Schweizer Atombombe zu überlegen und hier entsprechende Konzepte vorzulegen. Auch wenn der Bundesrat das gegen außen abgestritten hat, es war tatsächlich so, dass man sich damals 1945, 1946 und auch noch später im Kalten Krieg eine Atombewaffnung der Schweizer Armee durchaus hat vorstellen können. Wie dachte Paul Scherer darüber? Ich meine, Paul Scherer hat natürlich die Möglichkeiten und die finanziellen Ressourcen gesehen und hat da nicht abgelehnt, solche Kommissionen auch zu präsidieren. Ich glaube aber nicht, dass er begeistert war oder dass er dieses Ziel wirklich anvisieren wollte. Er hatte tatsächlich wirklich die friedliche Nutzung im Sinn. Und als er 1955 in Genf die Amerikaner so einen ersten Reaktor präsentierten, hat er die Möglichkeit ergriffen und gesagt, das wäre nicht gut, das wieder zurück zu transportieren, das wäre kompliziert. Kaufen wir doch das den Amerikanern ab. Und tatsächlich, es gelang. Und diese Anlage kam dann nach Würenlingen und hat hier den Beginn eigentlich der schweizerischen Atomforschung begründet. Da war auch dabei der Banquier und BBC-Verwaltungsrat Walter Boveri. Der hat vieles finanziert, überhaupt auch die Privatindustrie hat einiges mitfinanziert, dass hier die Forschung beginnen konnte an einem Nuklearreaktor. Übrigens hatte Scherer auch den Auftrag, in der Schweiz nach Uran zu suchen. Das hat man da leider nicht gefunden und war weiterhin auf Importe
angewiesen. Was glaubst du, wie wäre die Schweizer Geschichte, vor allem auch im Zweiten Weltkrieg, wo da sich die Grossmächte gegenüberstanden und ja, sich also sehr feindselig, also spannungsgeladen gegenüberstanden. Wie wäre die Schweizer Geschichte herausgekommen, wenn da diese Atombombe in die Hände der Schweizer Armee gekommen wäre? Man kann natürlich darüber streiten. Ich glaube nicht, dass die Schweizer Bevölkerung das auf die Dauer hätte dulden wollen. Ich glaube, die Schweizer Bevölkerung wollte keine Atombewaffnung. Nun kann man aber auch nicht den Stab brechen über damalige Überlegungen. Es gab natürlich Stimmen, die sagten, wirklich souverän und unabhängig ist nur ein Staat, der wirklich über diese Atombewaffnung verfügt. Und die Schweiz hätte aber auch nicht auf weite Strecken diese Waffe einsetzen können. Unser Land ist ja sehr klein. Im eigenen Land wollte man das nicht einsetzen. Und ab wann hätte man einen möglichen Gegner dann gestoppt mit Atomwaffen? Also so einfach war das nicht. Und ich glaube aber letztlich, die Bevölkerung wollte das nicht. Der Bundesrat hätte eine solche Atombewaffnung nicht durchgebracht. Wann wurde diese unglaubliche Energiequelle des Atomstroms erstmalig in der Schweiz genutzt und was bedeutete sie für die Schweizer Energieversorgung? Eigentlich genutzt wurde diese Energieform dann ab den ausgehenden 60er Jahren, beginnenden 70er Jahren. Da sind die ersten Atomkraftwerke entstanden. Und auch nicht vielleicht, denke ich, zufällig hier in der Nähe durchaus Betznau 1, Betznau 2, Leibstadt, Gösgen und wie sie alle hießen, auch im Kanton Bern dann Mühleberg. Das waren Atomkraftwerke und in den 80er Jahren haben diese 40% der schweizerischen Energie, des Schweizer Stroms, müsste man vielleicht exakter sagen, produziert. Das ist doch ein erheblicher Anteil in diesem Strommix. Auch wenn natürlich die Wasserkraft wichtig blieb und die Wasserkraftwerke auch nicht begeistert unbedingt waren, ob dieser Konkurrenz aus der nuklearen Nutzung. Wie viel Wohlstand, würdest du sagen, hängt von dieser neuen Energiequelle Atomenergie eigentlich, hing in diesen Jahren von dieser Atomenergie ab? Das war natürlich enorm, das kann man gar nicht in Milliarden beziffern. Das ist unglaublich, wie man natürlich mit Atomstrom gleichbleibenden Strom erzeugen konnte, mit relativ wenig Ressourcen. Das waren ja dann einige Kilos von diesem Uran, die man importieren musste im Vergleich zur Kohle. Damals natürlich die häufigste Energiegewinnungsmöglichkeit, wo natürlich dann Hunderttausende, Millionen von Tonnen verbrannt wurden, ist das natürlich eine hocheffiziente Angelegenheit. Und wenn wir an neuere Zeit denken, kam dieser Entscheid, nicht mehr auf Atomenergie zu setzen. Wie war das damals? Wie wurde das aufgenommen im Paul-Scherrer-Institut? Wie ging das auch mit dem Paul-Scherrer-Institut dann weiter, als dieser Atomausstieg 2011, glaube ich, war es, als der besiegelt wurde? Das Paul-Scherrer-Institut wurde 1988 gegründet. Es war der Zusammenschluss von zwei nationalen Kernenergieagenturen oder Unternehmen, könnte man sagen, eben beidseits hier der Aare in Würnlingen und in Villingen. Und dieses Paul-Scherrer-Institut hat dann wirklich intensiv Spitzenforschung betrieben im Nuklearbereich. Nicht nur, es ist überhaupt ein Institut, wo naturwissenschaftlich geforscht wird, auch bei den Ingenieurwissenschaften intensivst geforscht wird. 2200 Mitarbeiter ungefähr und wie gesagt ein Teil der ETH. Paul Scherrer hat die Anfeindung der Kernkraft eigentlich nicht mehr erlebt. Er ist 1890 geboren und ist dann 1969 verstorben. Und damals war man immer noch eigentlich im Hochgefühl. Die meisten Kraftwerke waren noch nicht gebaut, als er gestorben ist. Also die große Zeit kam erst. Und was vielleicht auch bemerkenswert war, damals waren alle politischen Richtungen hinter dieser neuen Technologie. Es war eine technologiegläubige Zeit und gerade auch die Linke war eigentlich begeistert darüber, dass jetzt so in großem Maße und auch kostengünstig Energie
gewonnen werden konnte. Wir denken etwa an einen Bundesrat, Willy Richard, der als Energieminister absolut ein Befürworter der Kernenergie war, obwohl er ja in der SP politisierte. Wann kamen die ersten Zweifler? Das kam dann in den 70er Jahren vor allem. Vielleicht zum Teil schon 60er Jahre, war auch im Zuge der 68er, dass die Proteste groß wurden. Natürlich hat die Kernenergie ihre Nachteile. Man hat die Lagerung der radioaktiven Abfälle lange nicht im Griff gehabt und hat es auch letztlich heute noch nicht definitiv gelöst. Das wusste auch Paul Scherrer. Paul Scherrer hat sich durchaus auch mit diesem Problem befasst. Und da wurde dann aber der Widerstand sehr groß. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass Ende der 80er Jahre auch das Projekt von Kaiser Augst beerdigt wurde, übrigens damals durch bürgerliche Politiker, unter anderem Christoph Blocher, indem man sagte, wir können das nicht mehr realisieren, wir sind auch nicht mehr zeitgemäß dran, wir sind nicht mehr modern genug, der Widerstand ist so gewaltig der Bevölkerung, wir müssen das abbrechen und bezahlen die Kosten, sonst gehen die ins Bodenlose. Was wäre eigentlich der Schweiz entgangen, hätte Paul Scherrer diese Lebensleistung eigentlich nicht vollbracht? Ich bin überzeugt, die Schweiz hätte große Probleme gehabt in der Energieversorgung. Die Schweiz wäre nicht weltweit führend geworden in diesem Bereich. Und dieser Bereich umschließt eben heute nicht nur bloß die Energiegewinnung aus der Steckdose, sondern ganz enorme Möglichkeiten, beispielsweise in der Medizin. In der Tumorbehandlung ist die Nuklearmedizin vielfach nicht mehr wegzudenken. Beispielsweise bei tiefliegenden Tumoren ist das das Mittel der Wahl. Und hier wird heute ganz, ganz intensiv immer noch geforscht, auch wenn natürlich das Paul-Scherrer-Institut seinen Forschungsschwerpunkt doch entschieden verlagern musste, vor allem seit 2011 dieser Atomausstieg in der Schweiz beschlossen worden ist. Was glaubst du, wie geht es weiter mit der Atomenergie in der Schweiz? Ist dieser Entscheid definitiv? Sieht man da gewisse Lücken, wie man vielleicht noch umschwenken könnte? Es gibt ja Stimmen, die das immer noch fordern. Wie geht das weiter mit diesem Atomstrom, auch mit vielleicht im Hinblick auf das Paul-Scherrer-Institut? Wenn man natürlich nüchtern ist, muss man sagen, dass Atomstrom, die Kernenergie, weiterhin eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Es werden ja fast täglich, hätte ich fast gesagt, in China neue Kernkraftwerke eröffnet. Es wird in Frankreich intensiv an Kernkraft gearbeitet und diese Möglichkeit genutzt. Am Schluss hat die Schweiz einfach die Wahl, das zu importieren. Ansonsten kommen wir in gewaltige Stromlücken und wir wissen heute, dass Kohlekraftwerke bezüglich Klima keineswegs einen Hoffnungsschimmer darstellen. Also da glaube ich, wird man irgendwann zur Kernenergie auch in der Schweiz zurückkehren müssen und damit zur Vernunft, zu einer Vernunft, wie sie eben auch Paul Scherrer vorgelebt und verkörpert hat, ein wirklich sehr, sehr wichtiger Pionier, der es verdient, nicht vergessen zu werden. Wie würdest du sagen, er verdient es nicht vergessen zu werden, wie würdest du sagen, bleibt Paul Scherrer dir auch in Erinnerung? Was hat dich ganz speziell beeindruckt an ihm? Paul Scherrer war ein Mann von unglaublicher Energie und Schaffenskraft. Er hat auch gelebt, er hat fröhlich gelebt, er hat den Luxus genossen, den er sich leisten konnte. Er wusste, ich bin eine prominente Figur. Er kam auch im Fernsehen mit seinen Experimenten und er hat es seiner Frau nicht ganz einfach gemacht, denn auch die Treue war nicht eine seiner Haupttugenden. Aber man wusste, Paul Scherrer ist einfach eine außerordentliche Figur. Was vielleicht zu bedauern ist, dass er seiner ihm sehr ergebenen Sekretärin den Auftrag gegeben hat, seinen Nachlass zu vernichten. Sie hat das getreulichst ausgeführt, also selbst bei Vorlesungsskripts, aber eben natürlich auch bei sehr, sehr vielen anderen Dingen, wo wir froh wären als Historiker, wir wüssten mehr. So bleibt Paul Scherrer ein Stück weit auch ein Mysterium, ein Geheimnis. Ob er das gemacht hat wegen seiner Geheimdiensttätigkeit, wegen seiner Verbindungen zu den Vereinigten Staaten,
neutralitätspolitisch natürlich etwas fragwürdig, oder ob er es gemacht hat aus Rücksicht auf seine Familie wegen seinen Affären, das bleibe mal dahingestellt. Haben wir etwas ganz Wichtiges, Großes vergessen aus deiner Sicht? Nein, aber ich glaube, man muss würdigen, dass dieses Paul-Scherrer-Institut nach wie vor international einen glänzenden Ruf besitzt. Wir haben auch Großanlagen hier noch gesehen beim Durchfahren, die Teilchenbeschleunigungsanlage, wo geforscht wird, auf allen Sparten fast der Naturwissenschaften und des Ingenieurwesens. Also das Paul-Scherrer-Institut ist sehr, sehr wichtig für die Schweizer Forschung. Es ist ja auch kein Zufall, dass mit Herrn Mösow, ein früherer Direktor des sogenannten PSI, des Paul-Scherrer-Instituts, Präsident der ETH geworden ist. Was ist das eigentlich für ein Elefant hinter uns? Vielleicht sehen die das, meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Da weiß ich auch nicht ganz genau, ob das jetzt wirklich Paul Scherrer verkörpert. Wäre ja denkbar, er war wirklich ein Elefant im Bereich der schweizerischen Forschung, der schweizerischen Physik, speziell der Kernphysik und natürlich auch der Energieversorgung für dieses Land. Eine absolute Voraussetzung für Wohlstand. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und mit diesem Mysterium im Rücken, mit diesem Elefant, den wir nicht genau wissen, was er darstellt, verabschieden wir uns, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial, Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen herzlichen Dank.